So, hier haben wir Buttonhead. Copper Button. Jetzt kriegen wir Pläne hoch 10 hier, ne? Barricades, Barricades, okay. Eine Axt! Na endlich! Gibt ja mal Zeit, dass wir eine Axt machen können. Haben wir alles? Haben wir, natürlich haben wir. Na, dann mach mal schnell. Endlich. Wunderschön. So, warte mal, das hier. Das ist Saat. Packen wir mal eben einmal weg. Das hier auf die 1 und 2. Perfekt. Ach, ein Schlag braucht die nur. Das ist ein Supermensch. Irgendwie hätte ich wieder Bock auf Rust, ey. Wenn ich mir das so angucke hier. Die Reifen, nice. Willst du denn schon wieder von mir? Verschwinde. Alter, er verfolgt mich einfach. Sneaky Dude. Ist hier noch irgendwas? Nö. Das können wir auch nicht benutzen. Das können wir chop, chop, chop. Können wir übrigens auch immer mit E gedrückt, also E drücken. Ne? Dann choppt er das automatisch weg. Ohne dass wir großartig was machen müssen. So, was willst du? Komm. Ein Schlüssel! Mensch, wofür ist der denn? Anyways, you are doing a good job. Thanks, Captain Kraxen. Okay, wofür war der Schlüssel? Ich hätte lesen sollen. Okay, ach, das finden wir später raus. So, was ist mit dir jetzt? Ja, ich weiß, wir machen jetzt hier alles schick bei dir. Was brauchst du? Master Key haben wir bekommen. Das ist natürlich super. Happy Kappa Button Repair Workshop. Ach, guck mal, können wir donaten. Das und das. Perfekt. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier, was passiert. Oh, die Sonne geht langsam unter. Okay, jetzt geht's hier richtig ab, ey. Okay, er ist fleißig dabei. Der braucht jetzt wie lange? Eine Weile. Okay, gut. Dann ziehen wir mal weiter. Unsere Energie geht jetzt auch langsam zur Neige. Wo ist Mousy Mac Mouse Mouse? Da ist Mousy Mac Mouse Mouse. Ist hier irgendwas? Let's talk. Ey, ich will was kaufen von dir, Junge. Okay. Meet Pokey auf der Null. Vielleicht ist er jetzt da. Wir gucken mal. Ah, hast du noch irgendwas? Nee, okay, gut. Dann ziehen wir weiter. So, Pokey Mac Poke Hole. Oh, was denn hier? Haben wir gerade noch gar nicht gesehen. Aber scheint verlassen zu sein. Close, no one is assigned to work here. Okay. Wir gehen mal hoch. Oh. Geht gar nicht weiter. Gut. Dann gehen wir mal eben. Nein! Oh. Das war so nicht beabsichtigt. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier aber richtig. Okay, eine Schaufel haben wir noch nicht. Aber der sollte hier sein. Guck mal, wer bist du denn, Alter? Pokey! Mein Name ist Captain Kraxel. It's an honor to meet you, to please you. Das ist mal ein Drive-by-Rank gegeben hier. Okay. Wait for a Kappa Button to complete repair. Gut, wir müssen schlafen, Leute. Ne? Unsere Energie geht auch langsam zur Neige hier. Das heißt, wir gehen mal ganz schnell, ganz fix in unser Häuschen zurück. Warte mal, wo war das denn? Haben wir auch Licht oder so? Nee. Das ist ja doof. Moin Blasen. Ein wunderschön. Also da ist unser Häuschen. Da. Einzige, wo es Licht brennt hier, verdammte Hacke, weißt du? Dann gehen wir da mal rein. Sagen wir einmal schnell Hallo. Schlafen. Sleep. Long nap. Sleep until morning. So. Das ging ja schnell, Mann. Junge. Einmal die Augen auf und zugemacht und schon ist er ready hier. Perfekt. Das klingt ja streng nach Animal Crossing. Es ist ähnlich, glaube ich. Ich würde sagen, es ist daran angelehnt, ehrlich gesagt. Krennikov is now almost rat-free, says local harbor master. Rats were a serious problem in the past, but thanks to a passing cheese barge, they have almost entirely left the area. Renard was unavailable for comment. Just checking to see if he were paying any attention. Alter. Okay, ja. Ja, passt schon. Kommt das hier? Okay, nee, wir brauchen noch eine Schaufel, verdammt, Dacke.
Sorry, closed, okay. Gut, dann schauen wir mal zu Kappa Bottom. Ob der schon weiter ist hier, ob wir irgendwo unterstützen können. Er ist noch nicht weiter, doch, warte mal. Da, er ist weiter. So, komm. Auf geht's, mein Freund. Sieht wunderschön aus. Oh, jetzt, oh, nice. Das sieht doch mal cool aus. Dismantle. Holt das an, also er holt es automatisch auch raus. Das heißt, wir brauchen das, Entschuldigung, das entsprechende Item nicht mal ausrüsten. In dem Fall hier die Zange. Komm, erst zu ihm. Ja, komm. Schön, dass die NPCs übrigens zu uns kommen, hier nicht hinlaufen müssen. Das finde ich immer geil. So muss das sein, ne? Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Verdammte Hacke. Wir sollen hier ein bisschen aufräumen, glaube ich. Ist noch irgendwo was? Craft. Was können wir noch so? Ne, das sind andere Sachen, die wir hier craften können. Nice, Alter. Okay. Was sagt denn unser Inventar? Wir haben noch ein bisschen Platz. Das ist sehr nice. Wir gehen mal nach oben. Das können wir alles hier dismanteln. Mal alles zerbamsen. Guck mal, das frisst auch Energie, wie ich sehe. Okay. Verstanden. Was passiert hier? Nix. Okay, cool. So, wir gucken nochmal. Können wir hier irgendwas machen? Filter? Nee. Fehlt uns Metal Plate? Okay. Nicht schlimm. A clean workplace. Anchor has offered to build me a ship that I can use to travel to nearby and islands. Who knows what sort of treasure they might hide? Okay. Anker war hier unten irgendwo, ne? Wunderschön. Da. Let's talk. Ich will mein Schiff haben, verdammte Hacke. Gib mir ein Schiff. Kracht es. Was ist jetzt mit meinem Schiff? Nix. Gar nix. Das Schiff war da unter Wasser. Kann ich das irgendwie zercrappen, vercrappen, dismanteln? Tatsache, ich kann es hier dismanteln, zumindest das Teil. Ist ein bisschen auf unsere, Simple Motor, nice. Auf unsere Energie oder unsere, wie sagt man hier, auf unseren Sauerstoffgehalt achten, verdammte Hacke. Das bringt uns nichts. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Ist da noch irgendwas? Das geht auch nicht. Dann gehen wir einmal nach oben. Bevor wir ersaufen. Und? Achso. Danke. Können wir denn irgendwas craften? Wir gucken mal eben. Friendship. Basic Ranch. Axt. Okay, das brauchen wir alles nicht. Das haben wir zum Teil schon. Dann gucken wir mal weiter. Die Null ist a shout ship to sail on. Okay. Da sollen wir dann einmal hin. Das heißt einmal. Ja. Wir machen das mal so nebenbei. So. Genau, zerhack mal hier das Stück Holz. Wunderbar. Wir machen hier mal eben einmal das Grundstück sauber von diesem, von dieser Werkstatt hier. Dauert natürlich ein bisschen. Mal hier. Grascutter Engine. Also ein, Rasenmäher, genau. Ey, was geht ab, Mann? Windeswiges. Klar, ciao. So, ist hier noch irgendwas? Wir waren vorhin auch schon hinter, ne? Ne, hier war nichts, okay. Dann gehen wir hier mal weiter. So. Wunderschön. Da brauchen wir eine Schaufel für. Oh, wir müssen gleich schlafen, sehe ich. Unsere Energie ist gleich alle. Na gut, gut, gut. Das kriegen wir noch hin, oder?
Können wir auch anders unsere Energie wieder auf Vordermann bringen? Jetzt sind wir echt, nein, okay. Jetzt sind wir auch leicht träge. Machen wir mal ein Campfire, vielleicht können wir da irgendwie was mitmachen, ich weiß es nicht. Ganzes Mal anschauen. Das jetzt da hinsetzen. So, einmal hier vor. So. Add Fuel. Oh, er verbrennt einfach. Okay, krass. Start Cooking. Aber wir haben doch hier. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Ich glaube, wir haben es verbrannt. Nee, doch, da passiert was. Pickup Jam. Nice. Und das bringt uns jetzt was? Jam. Stamina. Ist mal. Ich bin gespannt. Ja, unser Leben hat sich ein bisschen verbessert. Cool. Dann machen wir das nochmal. Perfekt. So, dauert wieder ein bisschen. Essen wir das auch direkt einmal. Hau mal rein. Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal eben auf die Karte. Das ist echt ein cozy Spiel, was ich auch sogar meinem Kind zutrauen würde. Also, der ist 3. Best Dad Award goes to Kraxel. Der ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu jung dafür, aber Alter, es ist halt sehr, sehr simpel, sehr unkompliziert, ne? Da brauchst du jetzt keinen Masterabschluss, um das Spiel spielen zu können, ehrlich gesagt. Mal, wo ist denn hier... Wo soll denn hier eine Höhle sein oder sowas? Hier vielleicht? Ah, gucke mal. Gucke mal. Als hätte ich es geahnt. Okay, müssen wir Sprengstoff dran packen. Da runter? Nee. Okay. Gut, also da muss Sprengstoff rein. Das können wir dismanteln. Probieren wir mal eben. Perfekt. Dann geht's hier auch weiter. Chop. Chop, chop, chop! Okay, da ist eine Schatztruhe. Die machen wir einmal auf. Sailing Furniture Currents, okay. Das? Okay, das hat uns gar nichts gebracht. Also doch hat was gebracht, aber ist erstmal Peng, ehrlich gesagt. So, Sprengstoff haben wir noch nicht. Können wir das craften zufällig? Gerade mal eben ein bisschen Sprengstoff craften? Geht leider nicht, okay. Noch nicht zumindest. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus aus der Bude. Sonst nichts weiter, ne? Nee. Dann mal wieder ein bisschen tauchen. Hier ist ein Schiff. Oh, nice. Und da ist noch ein Motor oder sowas. Können wir da einmal runter? Hier sind noch mehrere Sachen. Nice. Die holen wir uns nochmal alle. So ein Cruiser-Schiff auseinandergebrochen. Das finde ich ja ganz cool, ehrlich gesagt. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz wieder hoch. Schnell, schnell, schnell. Dann machen wir da einmal weiter. So, warte mal. Inventar auf. Können wir denn irgendwas hier mal eben... Wenn wir ein bisschen Platz haben, weißt du? Journal Map. Kann ich das nicht weglegen, Alter? Was soll ich damit? So. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann gucken wir hier mal weiter. Voll das Ding, ey. Guck mal, wie wertvoll. Da ist noch eine Schiffsschraube. Können wir das mitnehmen? Ja. Sehr cool. Propeller. Heißt auf Englisch Propeller einfach. Okay, wieder was gelernt.
uns einmal wieder an die Luft. Sehr chilly das Spiel. Echt sehr, sehr chilly. Das wäre so ein Spiel, das würde ich abends, weißt du, mit einem Steam Deck zocken. So ganz chillig im Bett einfach. Hier ist echt was los. Guck dir das mal an. Sollst du das da unten nehmen? Danke. Was bist du? Pickup? Rusty Tank. Okay, den hatten wir aber auch schon. Hier ist richtig was los, Leute. Dann mach mal weiter. So. Pickup. Savage Bad. Okay. Da ist noch eine Kiste. Und hier ist noch mehr Zeug. Wir müssen gleich wieder schlafen. Wir haben gerade mal 12 Mittag, ey. Ja, jetzt ist vorbei. Scheiße. Wo kriegen wir was zu essen her? Oh, Fische. Können wir die jagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist denn die 3? Was war das? Spawnschleep? Ah, doch, das... Warte mal. Used in cooking. Müssen wir wahrscheinlich erst kochen, ne? Das kriegen wir doch hin. Jetzt können wir halt nicht mehr sprinten. Das ist leider der Nachteil. Oh, guck, da ist zu. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, müssen wir auf, dismanteln. Ist das da oben für ein Kran? Ah, hier haben wir noch mehr. Nehmen wir mit, vielleicht können wir die später nochmal einkochen. Ach, das war das Ding, okay. Ich verstehe. So, wie sieht's aus, mein Bester? Irgendwas Neues hier in der Hood? Let's talk. Nein. Okay, danke. Danke für nichts. Ich gehe nochmal weiter. Aber hier können wir einmal kochen. Was können wir denn kochen? Ach so, Fuel ist das. Natürlich. Ja, jetzt einmal hier Jam. Können wir davon auch mehr machen? Nee, immer nur eins. Schade, Marmelade. Wortwörtlich. Gott, sieht mir scheiße aus. Dann einmal die 5. Einmal schnabulieren. Direkt den nächsten machen. Komm, mach mal. So. So, und dann den Salat auch mal eben einmal kochen. Lecker. Gekochten Salat. Ultra geil. So, perfekt. Dann hauen wir uns das mal eben rein. Einmal in die Karte. Stout Chip to Sale. So, die 3 machen wir jetzt mal noch nicht. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir dann overhealen. So, wo könnten die anderen sein? Hier sind bis jetzt nur 3-4 Figuren, die hier rumlaufen. Können wir da drauflaufen? Ich glaube schon, ne? Sieht so aus. Ich muss da einmal hoch. So. Ja, geht. Cool. So, dann gucken wir eben, wo die anderen sind. Da oben ist noch einer. Schauen wir mal eben. Ist richtig, ne? Ja, perfekt. Da müssen wir irgendwo hoch. Hier, hier, hier. Hier. Chop, chop, chop. So, was passiert hier? Waren wir hier nicht vorhin schon? Ja, 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 hier waren wir noch vorhin. Komm, wir hauen das mal eben weg. Dann jumpen wir da einmal hin. So, und hier war das. Ja, 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 guck mal, guck mal, guck mal. Hier muss das irgendwo sein. Was ist da denn? Jo, wir haben mal Badewanne mitgenommen. Okay, hier können wir was lernen. Können wir aber nicht verstehen. Doch, wir haben es verstanden. Hat Klick gemacht. Furniture Wrap Table. Okay, cool. Jetzt können wir wahrscheinlich auch eigene Sachen craften. Noch irgendwas anderes? Ne, das haben wir. Warte mal, warte mal, warte mal. Müssen wir gucken, da lang. Ja, da muss irgendwo was sein. So, Resource Finder. Okay, lass mal hin. Kommen wir. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Energie. Wie mein Sohn immer sagt, Energie. Mein Sohn kann Energie noch nicht so richtig aussprechen. Bei ihm heißt es einfach immer Energie. Papa, ich habe keine Energie mehr. Okay. Oh, wow. Was ist denn hier los? Okay, dann
Gehen wir hier mal runter. So, dann dismanteln wir das mal eben. Sprich, wir bauen es auseinander. Komm, eins geht noch, bevor wir auftauchen. Da. Ich wollte immer Subnautica spielen, ne? Immer. Ich hatte es mir damals für die Switch geholt und war dann irgendwie gar nicht so geflasht. Wahrscheinlich, weil es auf der Switch einfach grafisch nicht so geil aussieht, ne? Jetzt muss ich überlegen, mir das nochmal für Steam zu holen, ey. Hat das von euch jemand gezockt? So, wo finden wir das jetzt hier? Das können wir einmal dismanteln. Kommen wir da rein? Ja, das hat funktioniert, super. Das können wir jetzt auch lernen. Kannst dich beeilen? Unser Sauerstoff geht leer aus, verdammte Hacke. Ja, wir haben den Ressourcenfinder. Jetzt aber schnell raus hier. Raus, 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 raus. Hoch, 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 hoch. Dann gucken wir uns da mal weiter um. So. K. Ressourcenfinder. Jetzt brauchen wir einen Kristall. Okay. Hier ist aber nichts weiter, soweit ich das sehe. Nee. Okay, können wir einmal zurück. So, wo müssen wir jetzt hin? Da muss doch irgendwo was sein. Da gibt's noch was. Hier haben wir alles. Null. Was dauert Chip to Sail on? Gut, dann gehen wir da nochmal eben hin. Das kriegen wir wohl hin. Versuchen wir hier eine Abkürzung zu dem. Mittlerweile kenne ich mich ja aus hier in der Hood, ne? In der Base. Mal hier einmal drüber. Oder auch nicht. Jetzt regnet es ja auch noch. So, haha, wäre doch gelacht. Oh, hi. Da können wir rein? Ach, guck mal, der Mäuserich. Hast du irgendwas Schönes zu verkaufen hier? Lokomotor. Ja, können wir natürlich jetzt hier... Ja, aber ich warte erstmal. Aber eingebrochen bei dem netten Herrn. Cool. Wir kommen nicht mehr raus, Alter. Dein Ernst? Ah, ich wollte schon sagen. Hätte mich ja jetzt hart angekotzt, verdammte Hacke. So, wie spät haben wir es? 4.20 Uhr. Okay, das reicht noch. Dann gehen wir da mal hin. So, hier muss das irgendwo sein. Was heißt Stout? Stout Ship to Sail on. Stout Ship. I don't know. Meinen die vielleicht das da unten? Dann gehen wir mal runter. Hier liegt noch was. Können wir einmal dismanteln? Das auch bitte einmal. Kannst du das bitte mitnehmen? Nein, geht nicht. Okay, dann halt nicht. Er pickt das nicht auf. Mal kurz an die Luft. Wie kriegen wir das in die Hand? Nochmal. Inventory full, okay. Das kriegen wir aber hin. Ich gehe mal kurz an die Oberfläche. Das kriegen wir hin. Stout war doch einfach nur stark, oder? Von wegen Stoutbier. Könnte sein. Macht Sinn, ne? Das hier nicht rein. Dein Ernst? Jetzt müssen wir echt zurücklaufen. Warte mal, wir essen mal irgendwas. Wow! So, jetzt haben wir einen Platz wieder frei. Wo war das Rad da? Inventory full.
Achso, ja klar, ich hab's auch nicht aus. Oh Gott, ey. Gott, ey! Jetzt muss ich erst zurücklaufen zur Base. Den Plünder loswerden, weißt du? Kann nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Danke. So, Metall haben wir alles. Also guck mal, wir sind auf jeden Fall hier gut dabei, ne? Und ich glaube, das respawnt auch alles wieder, die Ressourcen. Das heißt, hier haben wir auch später kein Problem, irgendwie genug Ressourcen zu kriegen. Was natürlich cool ist. Auf jeden Fall süß gemacht, das Spiel. Ne? Also wirklich süß. Für mich ein bisschen zu kindlich, ehrlich gesagt. Wo war das jetzt hier? Da. Aber an sich wirklich cool. So, hier, pack das mal ins Trüchchen, was wir nicht brauchen. Das lassen wir mal hier. Alles hier rein da. Also braucht gar nicht Shift drücken, kann man rechte Maustaste, perfekt. So, guck mal. Wunderbar. Einmal wieder raus. Dann laufen wir nochmal zurück. Holen uns den ganzen Bums und dann sollten wir unser Schiff hier haben, ne? Ja, und dann geht's halt so weiter. Das kann ich euch schon mal ein bisschen spoilern. Das heißt, später gibt's ja auch wirklich regen Verkehr, ne? Das heißt, wenn die Insel einmal auf Vordermann hast, dann kommen auch Touris. Und du siehst ja oben rechts, wir haben Gold, 100 Gold und durch die Touris hast du auch Einnahmen. Ne? Das heißt, du schaffst hier wirklich nach und nach einen Ort, einen Tourismusort, wodurch du quasi hier dein eigener ja, Manager bist. Ne? Was ich ganz cool finde, ehrlich gesagt. Also ehrlich, das ist ein cooles Prinzip. Guck mal, es ist wieder respawned. Seht ihr das? Das heißt, die Sachen hier respawnen komplett immer wieder neu. Hört jetzt, mich würde mal interessieren, wie das mit der Demo ist. Wie weit die quasi. Wir waren noch da drin. Da war doch jetzt nichts weiter. Wie weit die Demo quasi spielbar ist. Ja. Aber wenn ihr euch selbst noch einen Eindruck machen wollt zu dem Spiel, dann zockt gerne die Demo. Genau. Okay. Gut. Das war's von mir an dieser Stelle von diesem Spiel. Ja, ihr habt alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Nein, also ich glaube, wenn man hier die Geduld hat und das weiter suchtet, weiter zockt, bis halt wirklich das Ganze hier ein bisschen funktioniert, ne? Bis diese Tourismusindustrie, boah, sieht das geil aus, guckt erst mal an. Bis diese Tourismusindustrie hier am Laufen ist und man wirklich dann das Ganze hier ein bisschen managen muss, ich glaube, dann bockt das schon sehr, sehr hart. Aber für mich ist das ein Spiel, was man vielleicht auch als Multiplayer besser zocken können sollte. Ne? Da gibt es aktuell kein Multiplayer. Ich weiß nicht, ob das noch geplant ist. Aber so für 2 Folgen ist das hier für euch, glaube ich, ausreichend. Meine Zielgruppe will was anderes. Von daher, ja, ich werde es auf Steam Deck mal ein bisschen weiter daddeln. Vielleicht schauen wir dann die Tage mal rein, wenn ich weitergekommen bin. Ne? Bis dahin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat.